Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Until Dawn. Wir sind zurück, der Thomas natürlich auch. Hi. Und wir sehen jetzt, glaube ich, wir sehen nicht, was das letzte Mal passiert ist. Wir spielen einfach weiter. Oh, was zum... Oh nein. Ashley! Oh. Und es ist nach Mitternacht. Ich bin Chris. Und Ash, ich denke mal... Ash! Ich denke, jetzt geht's ans Eingemachte, oder? Mhm, jetzt geht's los. Jetzt können Leute sterben. Und ja, von dem Maskentypen wurden wir schon erschreckt. Um es mal harmlos auszudrücken. Was ist nicht das? Gut. Nicht gut, oh nein. Ja, was ist das? Okay. Okay, das hat er mitgenommen, was auch immer das war. Was war's? Ich schätze mal, das ist so eine Geldbörse gewesen, da stand ihr Name drauf. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das stand unten so weiß. Ash. Okay. Ah, hier in der Küche, da haben wir ja das Spiel quasi begonnen. Ganz am Anfang, in der ersten Folge. Genau. Hier Kühlkammer? Nee, gar nichts. Oh, wir müssen ja durch die Gefahrentotems bei Hirschen und bei Ash und einer Taschenlampe aufpassen. Und wir spielen zwar momentan noch Chris mit einer Taschenlampe, aber ich glaube, wir sollten trotzdem aufpassen. Ja. Egal, mit wem wir spielen. Ab jetzt heißt es wirklich Acht geben. Und mich wundert es immer noch, dass der Clownsmaske-Typ uns nicht umgebracht hat. Naja. Ja. Was zum Teufel? Am Arsch, ich bin zusammengezuckt. Die Vögel. Und die Musik setzt ein. Und das heißt... Oh, shit, naja, es wird gruseliger. Oh, das ist nur Blut. Also, nur Blut. Ich dachte, da steht vielleicht was. Ja, sicher. Ash! Ja, sicher. Okay. Hier geht's nicht weiter. Dann raus in die Wildnis. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, oder? Nee. Also, soll ich zurückgehen, oder? Nein, du musst schon. Okay. Es gab ja keinen anderen Weg. Die andere Tür war ja zugesperrt. Okay. Na, vielleicht in die Richtung. Oder auch nicht. Schaut schlecht aus. Ja. Da sehen wir nur seine Hose. Also kein Anblick, den man unbedingt von jemandem haben möchte. Wobei, keine Ahnung, falls eine Frau zuschaut, vielleicht. Ist der Weg nicht Ashley? Auch... Sind die nicht... Da, Ashley? Auf jeden Fall ist da eine Spur. Ja, und die Zwillinge sind da, glaube ich, auch hingegangen am Anfang. Na, ich glaube, das war im Haupteingang, wo die raus sind. Oh, fuck. Da lang oder da lang? Ah, da geht die Spur lang. Okay, also nicht da lang erstmal. Ja. Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man im Spiel zurücklaufen kann. Werde ich sicher sterben, wenn ich der Spur folge? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube nicht. Ash! Okay, hier sind Krähen. Krähen sind Achtung, also Wiedersehen. Man kann ja mal ein bisschen spitzen. Einfach mal beide Wege. Also, nee, ich meine jetzt, da haben wir schon geschaut, aber jetzt schauen wir mal. Ja, vielleicht wenn, ist ja ein erkennbares, erkennbarer Weg. Ja. Da sieht es nach einer Sackgasse aus. Sind auch Krähen. Okay. Oh! Was zum Henker? Ja, was zum Henker? Wer tut sowas? Egal. Lieber nicht zu lang anschauen. Sonst wird man wahnsinnig. Oder ich zumindest. Oh, shit. Schweinekopf.
Ja, Hinweis Schweinekopf. Na, lecker. Ah, da liegt noch was. Okay. Ein Totem. Oh, schwarz? Ja. Oh. Man wird nach oben gezogen. Schauen wir uns das sicherheitshalber nochmal an. Scheint aber in der Mine gewesen zu sein. What the fuck? Wie viele habe ich jetzt schon verpasst? Ich hoffe, nicht zu viel. Oder sind die irgendwie in irgendeiner Reihenfolge? Ich bin mir da gerade nicht sicher, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du schon zwei von denen verpasst hast. Ja, und hier eins und da zwei, das kann ich mir fast vorstellen. Da wird das Spiel ja bald zu Ende gehen. Okay. Also, wer ist das? An den das Schuhen? Das könnte Chris sein, mit dem Mantel. Ja. Auf jeden Fall in der Mine war das, es war oder? Auf jeden Fall ein Mann. Ja. Also wenn wir einen Mann spielen, der in einer Mine ist, dann aufpassen. Achtung. Ja. Und bei Hirsch... Oh, jetzt geht's da. Und beim Hirsch und bei noch irgendwas müssen wir aufpassen. Bei Ashley und der Taschenlampe. Genau. Ja, man muss sich viel merken in dem Spiel, damit man, glaube ich, bessere Chancen hat. Ja. Ja, du kannst halt, wie gesagt, immer wieder anschauen. Das ist wenigstens gut gemacht. Oh. Da vielleicht? Nee. Na, ist nicht so. Ist, glaube ich, auch eine schlechte Idee, einfach vom Weg abzukommen. Vor allem, wenn es schneit. Ja. Ash! Ash! Oh, vielversprechend. Ja, vor allen Dingen Ash! Wobei, wenn man den Namen nicht schreit, könnte sie uns für den Killer halten und uns mit einer Axt oder so platt machen. Das ist also... Ich weiß gar nicht, was ich in der Situation tun würde. Also, ich glaube, in der Situation ist der Name rufen schon in Ordnung. Ja. Und was ist das für eine Hütte? Da war man noch nicht. Ash! Glaube ich zumindest. Nee, wir waren da oben ist wieder ein Rabe. Auf dem Dach, oben. Ja, Moment, Sekunde, lass mir mal kurz schauen. Nein, hier Totems. Ob wir nicht irgendwas mit Führung schon hatten. Ja. Aber das war am Anfang, bei der Schneeballschlacht. Okay. Da versteckt er sich ja, Mike. Okay, ja. Verlust, was ist das? Oh, das ist... Das scheint aber Emily zu sein. Ja, das ist Emily. Ja. Okay, also das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Keine Priorität. Rein oder umherum? Die wird rundherum gehen, weil drin ist dunkel. Ja, schau dich mal um. Schau dich mal um. Okay. Vielleicht können wir sogar reinlinsen durch ein Fenster. Ja, das ist, glaube ich, weniger. Ah, aber da sieht's auch aus. Ja, das könnten wir auch rein. Aber da ist eine Kette dran, oder? Ja, also wir können auf jeden Fall nicht rein. Wir können es nicht mal anschauen. Ah, da liegt was. Tote? Ja, aber hier ist alles finster. Das ist nicht arschfinster. Cool. Aber ich glaube, wenn wir so ein Totem finden, ist nicht eine Gefahr. Eine Schildkröte. Das ist Sam. Die wird geköpft. Verlust-Totem. Okay. Das ist auf jeden Fall ein bisschen gefährlich. Sam. Im Wald. Sam im Wald wird geköpft. Am Arsch. Und da hinten ist nichts mehr? Na, sieht... Ja, Sackgasse. Schaut nicht so aus. Aber arschdunkel, echt, ey. Ja, das ist so im Arsch. Ich fühle mich gerade auch nicht besonders wohl, muss ich sagen. Glaube ich. Es ist übrigens immer noch ein bisschen was anderes, ob man den Controller in der Hand hält oder daneben sitzt. Das weiß ja, ich. Ja, ich weiß, ich weiß. Und da, achso, das ist der Schal gewesen. Ich dachte gerade, hinten bewegt sie was. Und rein. Ja. Oh ja. Man hört sie. Wo? Ist sowas wie ein Schuppen, oder? Ashley! Mit ganz vielen toten Tieren. Überall. Fuck. Gott verdammt! Ja? Bitte! Hilf mir! Ich komme, Ash. Geht einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Chris! Da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch.
einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott! Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Hol uns hier raus! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Hilfe. Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, warten. Scheiße, nein. Oh, bitte. Das ist nicht fair. Okay, bitte, okay, okay, ich will mich okay, nicht entscheiden müssen. Okay. Kann ich nicht abbrechen oder komm, wobei? Oh mein Gott. Denk drüber nach. Einen Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Ich, gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Ja. Deine Entscheidung. Was soll ich tun? Nee, ich... Bitte, ich will beide retten. Hilf mir! Bitte! Bitte! Ich pfusch nicht rein! Scheiße! Ashley, du musst nicht sterben! Ich hol dich da raus! Oh. Danke! Bitte nicht! Hätte ich vielleicht nichts tun müssen, einfach! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das will ich mir nur einbilden! Bitte sag mir, dass ich mir das einbilde! Was soll ich denn tun? Bro! Okay, Bro, wir haben so viel ich warte so lange, wie es geht. Ich will nicht so abtreten. Chris, bitte. Ich hab solche Angst. Bitte, er darf uns nicht umbringen. Ich war ziemlich komisch drauf und das alles. Aber es wird wieder besser, Mann. Ich schwör's. Oh, bitte. Bitte sag mir, ich kann nicht... Oh, nope. Was? Nein, Chris! Oh. Oh nein, 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 nein. Oh, ich dachte, Gott, wir sind Freunde, ja. Mann! Ich dachte, wir sorry, sind Freunde! Sorry, sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn, bitte! Nein! Nein. Oh, aufhören, Gott, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hol uns hier nein, 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 nee, nicht hinsehen! Oh, wenn nicht, Chris, bitte sag mir, es geht ihm gut! Bitte! Ich komme, Ash, ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, komm, los, wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Fuck. Ich hätte was dagegen tun können. Chris! Ja. Was denn? Ashley! Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot! Halt! Direkt vor unseren Augen, Mann! Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath! Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Er ist ein Psychopath und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash und was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt! Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich, Chris, ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesetzt. Hey, wir werden die Sache klären, ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut. Du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest?
Nicht wirklich, oder? Gar nicht. Lief mal besser. Ja. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Eigentlich nicht, nein. Ach so, was soll man jetzt... Das ist ein bisschen seltsam. Es ist jetzt auf ihn bezogen. Ja, ich weiß, aber... Was er will uns analysieren, aber wer er ist, wissen wir noch nicht, oder? Dann frag mal, wer er ist. Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Naja, ich nehme mal, was ich empfinde. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Das ist jetzt ein bisschen... Eine gute Frage. Ja, ich würde sagen, eher nicht, oder? Weil er redet mit uns über das Spiel, also... Wobei, falls wir der Mörder sind und das eine nachträgliche Befragung ist... Ich meine, jedes Mal, wenn du neu reinkommst... Ich schaue da ganz anders aus. Also eher nicht. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Und damit, denke ich, ist die Folge zu Ende. Eine sehr ereignisreiche Folge. Der erste Typ ist tot. Und ja. Aber der liebe Thomas hat mir schon gesagt, dass es nicht so enorm schlimm ist. Und dass einige so gehandelt haben. Also, das beruhigt mich. Ja. Schon ein bisschen, ja. Gut, dann geht's das nächste Mal weiter bei Let's Play Until Dawn. Bis dann.